Ja, hallo, liebe Wildlife-Freunde. Wir sind heute hier in Brandenburg und wollten mal schauen, ob wir die Trappen heißen die, ne? Großtrappen. Die Großtrappen sehen. Sind ja recht selten. Nur noch, hier bestimmte Stückzahlen nur noch in Deutschland. Wir haben sogar jetzt welche gesehen, die sind ein bisschen weiter weg, was auch klar war. Halten ja eine gewisse Sicherheitsdistanz ein. Wir gucken gleich mal auf dem anderen Turm nochmal. Ich mache noch ein paar Sicherungsbilder und ein kleines Video von hier. Damit wir das sicher haben, nicht, dass sie nachher weg sind, aus was für einem Grund auch immer. Also, lasst euch überraschen. Ja, hier sieht man sie in weiter Ferne. Also, ich tippe mal so roundabout 300 Meter circa, wenn das sein. Also, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ein paar Einstellungen machen. Na, mal gucken. Da sind sie, die Großtrappen. So, liebe Naturfreunde, wir werden jetzt mal rumgehen. Der Bernd kennt da noch einen anderen Turm. Und sind wir mal gespannt, ob wir vielleicht ein bisschen dichter rankommen. Ja, die Großtrappen heute. Tagesziel sozusagen. Gesehen haben wir sie schon. Tja, da fliegen sie. Hier hinten sind sie nochmal, die Großtrappen. Leider ist die Sicht heute etwas trüber wieder, wie immer, was soll's. Und Rehe sind auch noch da hinten zu sehen. So, wir haben alles in Kasten, glaube ich. Wir sind ein bisschen näher rangekommen. Bernd macht nochmal so letzte Eindrücke. Ich glaube, die gehen immer mehr nach hinten, die Großtrappen. Darum ging es ja heute, das Thema Großtrappen. Ja, und ähnlich wie Kraniche. Genau. Was sagst du, Bernd? Alles gut, ich bin zufrieden, ja. Licht beschissen. Wie immer, aber, aber jetzt. Ja, die Viecher sind recht scheu immerhin. Trotzdem, dafür, dass es nicht sehr viel mehr gibt in Deutschland. Sind wir noch dicht dran gekommen halt. Aber sind immerhin so ziemlich alle erwischt. Genau.